zu Hause, die Sun Ultra heißt dann ultra.goldberg.tour.de. Gut. Also das sind so die Strukturen, mit denen man da arbeitet. Und wenn man da plötzlich an einer Stelle ziemlich weit oben anfängt, weil man gar keine andere Eingriffsmöglichkeit hat, dann schneidet man ganze Bäume weg. Juristisch ist das durchaus sehr interessant, weil das ist eine Enteignung. Enteignung ist ein Grundrecht. Also das Grundrecht auf Eigentum ist sehr stark geschützt in Deutschland. Das heißt, hier haben wir in Deutschland das große Glück, dass die Regierung sich, also gerade die Regierung, die möchte, dass sie einen Eingriff vornehmen kann, gerade diejenige ist, die Eigentumsrechte sehr hoch ansieht. Das ist also unser großes Glück, was wir in Deutschland haben, deswegen diese Verfahren im Moment nicht verwendet werden. Das mag bei einer anderen Regierungsform anders aussehen, die der Meinung sind, sie müssten etwas tun, aus Gutmenschentum, und Eigentumsrechte sind eigentlich sowieso was für die Katz. Das möge dann ein anderes Ergebnis geben. Habe ich etwas Falsches gesagt? Gehen wir noch in die andere Richtung und fragen, was kann denn, ein bisschen größer gefasst, wie sieht es denn eigentlich aus, Icon-Ebene aus und nicht nur auf Deutschland bezogen? Da haben wir ein Problem, das nennt sich Law Enforcement. Die stehen also permanent auf der Matte und fordern. Und das Witzige daran ist, es gibt keine einzige Stelle in einem Icon-Dokument, wo Law Enforcement irgendwelche Sonderrechte bekommt. Aber es gibt Dokumente. 2009 ist Icon aus der Department of Commerce-Sache entlassen worden und hat ein neues Affirmation of Commitment bekommen, das heißt eine neue Arbeitsgrundlage, auf deren Basis, also es gibt eine Vereinbarung mit dem Department of Commerce, dass das Department of Commerce nicht mehr nach ICANN guckt, und diese Vereinbarung enthält verschiedene Passi, in denen drin steht, dass eben auf die besonderen Bedürfnisse von Law Enforcement Rücksicht genommen werden muss. Nicht bei der Entstellung, aber beim Review, dort wo man nachguckt, ob die Firma ihre eigene, also das interne Controlling soll praktisch kontrollieren, ob das Law Enforcement in ausreichender Form berücksichtigt wird. Übrigens in gleicher Weise ist zu berücksichtigen Consumer Trust, also ob es wirtschaftlich sinnvoll ist, ob die Leute Vertrauen in die ganzen Systeme haben, auch die Endkunden, nicht nur die einzelnen Firmen und Beteiligten, sondern auch diejenigen, die hinterher das ganze Ding nutzen müssen. Was es allerdings gibt, sind Sonderrechte für Marken und Eigentum. Und jetzt auch noch ist das Department of Commerce formal diejenigen, die alle Änderungen der Root-Zone absegnen müssen. Wir hatten einmal Schwierigkeiten, wo wir ich sag mal so, die Angst hatten, dass das Department of Commerce eingreifen würde. Das war vor ein paar Jahren, wo das Department of Commerce überlegt hat, als die Achse des Bösen ausgerufen wurde, ob sie Nordkorea rausnehmen. Aus dem DNS. Eine andere Stelle, die uns momentan massiv auf die Füße gefallen ist, wo man, ich sag mal so, es ist das ICANN-Meeting in San Francisco da gewesen, wo wir da saßen und nicht genau wussten, was wir tun sollen. Da meldete sich eine Gruppe aus Libyen und sagte, sie hätten gerne die Verwaltung der libyschen Top-Level-Domain übergeben bekommen. Weil der andere Herrscher ist nicht mehr so derjenige, welche, der es eigentlich hätte haben sollen. Ein interessanter Antrag, den wir da vor der Nase haben. Weil das sind Altlasten. Da gab es keine formalen Verträge. Sie können also der Herr Gaddafi hat keine Möglichkeit zu sagen, ich habe aber vereinbart. Hat er nicht. Er hat das per Handschlag bekommen. Den muss er erstmal beweisen. Also, es ist durchaus ein interessantes Phänomen, was da auftritt. Man lernt daraus. Die ICANN lernt daraus und sie macht bei den neuen Top-Level-Domains, die jetzt gerade wieder sind, unheimlich viele Zugeständnisse. Bis eine neue Top-Level-Domain durchgeht, dürfen Staaten einrichten. Die einzelnen Communities, die dürfen also beispielsweise sagen, ja, das geht ja nun gar nicht, dass ich das mache. Die Katalanen haben das ja schon einmal erfolgreich durchproduziert. Sie haben gesagt, wir als Katalanen empfinden es als Zumutung, als Gemeinschaft, unter einer Top-Level-Domain von Spanien agieren zu müssen. Das hat als Argument, wenn man das ordentlich vorbringt und mit ein bisschen Feuer, ausgereicht, dass sie die Top-Level-Domain von Kat bekommen haben. Die sie auch schon eine Weile nutzen. So, Linguisten ist ein interessantes Phänomen. Die Diskussion über neue Top-Level-Domains hat man mir gesagt, falls ich versuchen sollte, Punkt Jena anzumelden als neue Top-Level-Domain, kann ich es gleich vergessen. Es gibt eine Renmarke in Schweden, also eine Art des Rentiers, die auch Jena heißen. Und demzufolge wäre es also eine Kollision, die man dann nicht ohne weiteres durchgehen lassen könnte.
Nur um so die Gefühl dafür bekommen. Vielleicht noch ein anderes Gefühl dafür: Es gibt eine Sonderregelung für Länder, die wollten das schon viel früher haben, weil denen stört natürlich, also wenn sie einen Japaner zum Beispiel haben, eine japanische Visitenkarte, alles in japanischen Schriftzeichen und mittendrin steht plötzlich Punkt JP. Das Einzige, was sie lesen können auf der Karte. Für den Japaner ist es umgedreht. Da steht irgendein Fremdkörper drin. Das heißt, für die alle nicht-lateinischen Schriftsprachen ist es natürlich hochgradig interessant, hinzugehen und zu sagen: Du, ich möchte jetzt gerne auch meine Schriftzeichen dort verwenden. Und dort gibt es einen sogenannten Fast Track für Länder-Top-Level-Domains, diese TLDs. Die dürfen ihre nationalsprachlichen Schriftweisen verwenden. Das war ein ICANN-Meeting in Paris. Also die Fast Track heißt, das ganze Verfahren hat nur unwesentlich länger als 5 Jahre gedauert. Auf dem ICANN-Meeting in Paris 2008 gab es ungefähr 750 Leute in dem Saal und da ging gerade um die entscheidende Phase dieser Fast-Track-CCTLDs für IDN und das wurde alles vorgestellt. Da sprang ein baumlanger großer Kerl auf, sagte, es wäre eine Unverschämtheit. Er käme aus Großbritannien. Sie könnten ja nichts dafür, dass Sie keine nicht-lateinischen Schriftzeichen verwenden, dass Sie derartig benachteiligt werden. Dass sie da keine Sachen, sie bräuchten eine für Wales, sie bräuchten eine für Schottland und so weiter. Da sagt der Vorsitzende da vorne von dem Podium runter, nochmal ganz langsam. Sie möchten also den formalen, korrekten Namen haben für ihr Land. Ja! Das heißt, sie geben UK zurück und nehmen GB. Hat sich gesetzt. Dann kam die nächste Frage auf. Die hat mich wesentlich mehr beeindruckt. Das war nämlich die Sache, da stand ein kleiner Asiat darauf und sagte: Ich komme aus Südkorea. Unsere Sprache ist Koreanisch. Das ist nicht Lateinisch. Wir haben eine Gebietsbezeichnung, die heißt Korea. Dürfen wir die anmelden? Oder, und wenn ja, in welcher Form hat Nordkorea Einspruchsrechte? Ruhe im Saal. Meldet sich eine kleine zierliche Asiatin, steht auf und sagt: Ich bin aus Nordkorea, ich glaube, das reden wir nachher beim Kaffee, setzt sich wieder. Da war noch mehr Schweigen im Saal, weil keiner hat damit gerechnet, dass die Frau überhaupt da war. Also es geht schon vieles auf dem Fast-Track-Wege. Und es gibt auch vielleicht ein Gefühl dafür, dass Regierungen dort nicht so unsonderlich den Eindruck haben, ernst genommen zu werden. Regierungen haben in der Regel das Problem, die geben zwar Empfehlungen ab, es ist auch die Verpflichtung, dass sich das Icon Board damit beschäftigen muss, aber es das heißt natürlich nicht, dass das Icon Board das zustimmen muss. Die werden also oft genug abgelehnt. Und Gack ist langsam. Ich habe mit dem Schweizer Vertreter der Schweizer Regulierungsbehörde zusammengesessen, bei McDonald's, weil wir das Essen im mexikanischen Restaurant nicht mehr ausgehalten haben. Und er hatte mir versucht zu erklären, wie Gack funktioniert. Das geht ungefähr so. Wir haben uns also am Samstag zusammengesetzt und haben eine Dreiviertelstunde darüber diskutiert, ob wir E-Mails erst ausdrucken und dann verschicken oder erst verschicken und dann ausdrucken. Das ist relevant. Nach einer Dreiviertelstunde haben sie beschlossen, die Diskussion auf den nächsten Tag zu vertagen und haben sich dann erst entschlossen. Der Hintergrund ist der. Wenn Sie ein Dokument erst per E-Mail verschicken und dann lokal ausdrucken, die Leute, die sich mit dem Kram beschäftigen, sind nicht entscheidungsbefugt. Das heißt, die müssen den Kram in irgendeiner Form in Dokumente gießen, sie in ihren Ministerien zirkulieren, dann irgendwelche Antworten abwarten, Stellungnahmen der verschiedenen parlamentarischen Gremien abwarten, das Ganze zusammenfassen und eine Stellungnahme im Namen ihrer Regierung bei ICANN wieder abgeben. Soweit so einfach. Jetzt stellen Sie sich einfach mal vor, es gäbe drei Versionen, die per E-Mail verteilt wurden. Welche von denen soll denn jetzt diskutiert werden? Die Zeitverzögerung wäre enorm. Deswegen hat GAG beschlossen, sämtliche E-Mails, die in irgendeiner Form wirklich ernsthaft zu zirkulieren sind, werden ans Zentralsekretariat nach Indien geschickt. Die drucken das aus und verteilen es über diplomatische Post. Geht schneller. Jo? Wir reden von Regierung. Bei uns ist das so, alle 4 Jahre gibt es ein rm-rf.csv. Das hilft nichts. Ja, da hinten?
Ah, die Frage war, ob man nicht ein Versionsverwaltungssystem verwenden könne. Also um die Frage ernsthaft zu beantworten, nein, man kann es nicht verwenden, weil das Problem besteht darin, Sie müssen sich für irgendeine Version entscheiden, selbst wenn Sie mehrere zur Auswahl haben, die Sie Ihren Ministerien vorlegen, damit die darüber diskutieren. Und dieser Vorgang dauert Monate. Das klassische Ergebnis bei ICANN ist, wenn GAC sich dann also zu Wort meldet, auf den Meetings: Wir hätten gern das Thema so und so nochmal angesprochen, wir haben da eine abschließende Resolution dazu. Schweigen im Walde, angucken. Das hatten wir auf dem vorletzten Meeting beschlossen, dass wir das machen, das ist vom Tisch. Da hatten wir aber noch keine Meinung eingeholt. Gut, Pech gehabt. Es gab einmal ein sehr schönes Meeting, da saßen sie alle zusammen und damit die Leute nicht, wenn sie mehrere hundert Leute im Saal haben, dann haben sie das Problem genau wie bei Ihnen, sie hören zu, aber eigentlich möchten sie mitmachen. Und man hat dann also angefangen, grüne, gelbe und weiße Zettel grüne, rote und weiße Zettel auszuteilen auf den einzelnen Plätzen. Und wenn irgendjemand da vorne im Podium was gesagt hat und man dem zugestimmt hat, dann einen grünen Zettel hochgehalten. Und wenn man der irgendwas gesagt hatte, was man nicht zugestimmt hat, dann hat man einen roten Zettel hoch. Und wenn man der Meinung war, also bin ich gerade bei etwas völlig anderem beschäftigt, lese gerade meine E-Mail oder weiß überhaupt nicht, wovon die reden, habe das noch nie gehört, dann kann man den weißen Zettel hochhalten. Das war so die Idee, war ein wunderschönes Spiel. Weil das hat wirklich dafür geführt, dass die Leute erstens zugehört haben und zweitens auch mitgemacht haben, weil man sich plötzlich gefragt hat, warum heben die alle den roten Zettel? Habe ich gerade was verpasst? Und dann kam auch die Diskussion auf GAC und dann beschwerte sich da vorne im Podium ein, dass GAC einfach viel zu langsam ist, dass die einfach Monate hinterherhängen. Und währenddessen saß der GAC-Vertreter da vorne im Podium und wedelte mit dem weißen Zettel. Gut. Damit bin ich eigentlich an der Stelle, wo wir jetzt ein bisschen reden können, wo ich ein bisschen Input von Ihnen haben möchte, weil was ich Ihnen gezeigt habe im Endeffekt ist, wie ICANN funktioniert, wie also auf wirklich höherer politischer Ebene eine technische Umsetzung stattfindet, wie Koordinierung stattfindet, wo verschiedene Dinge herkommen, dass das nicht politikkonform ist und dass man mit DNSSEC es geschafft hat, sich einerseits die Manipulation vom Tisch zu wischen und zum anderen die Manipulation ins Haus zu holen, sodass man also wirklich selber als Techniker nie weiß, was man gerade macht, was man gerade tut oder nicht tut und wo man sich eigentlich drum kümmern muss. Und das Einzige, was uns ICANN im Moment wirklich echt tut, ist, es sorgt dafür, dass die ganzen politischen Interessen, also alles, was so kurzfristig innerhalb einer Wahlperiode läuft, das sind alles die Dinge, die man in ICANN werfen kann. Da laufen die sich tot, dann ist die Wahlperiode rum. Das ist also eine wunderbare Funktionalität, ein Segen für das Internet. Das ist genau der Grund, warum die russische und die brasilianische Präsidentschaft innerhalb der UN versucht, die ICANN als Unterorganisation der ITU einzugliedern, was seit Herbst letzten Jahres ganz massiv versucht wird. Also gerade der russische Präsident ist da. Der ist sowieso ganz clever. Fast Track. Sie möchten Russia haben. Wie schreibt man Russia? Ja. Das Kyrillische, ja, natürlich, nicht Lateinisch, nicht Lateinisch Schreibensatz. Wenn man das hinschreibt, dann sieht das aus wie PY. Das ist der Code von Paraguay. Das war zu einem Zeitpunkt, wo die russische Präsidentschaft beschlossen hatte, die russische Föderation einzustellen. Als man ihnen mitgeteilt hat, dass sie ihr Prestigenamen, wir können komplett kyrillisch unser Internet haben, nicht durchkriegen, weil Russia ist da nicht anmeldbar, haben sie die russische Föderation rückrück abgewickelt und haben RF beantragt. Und dann mussten natürlich dafür sorgen, dass die russische Föderation bestehen bleibt. Weil das F ist im kyrillischen Buchstaben wirklich unverwechselbar, das sieht ein bisschen wie ein Pi aus. Das sind so Geschichten, das haben sie in Helsinki hinbekommen. War total lustig. Also wenn man da mitkriegt, mit welchen Mitteln und wie schnell auch dann also eine große politische Entscheidung getroffen wird, aus welchen Gründen, ist also sehr, sehr beeindruckend. Aber das ist zum Beispiel ein sehr erfolgreicher Weg und RF ist eine der erfolgreichsten Top-Level-Domains, die in diesem Bereich hochgezogen wurden. Das ist also echt beeindruckend, was sie dort machen und wie sehr die sich dann auch mit der rein kyrillischen Sprache identifizieren. Ich brauche nur mal überlegen, wenn Sie auf eine Tastatur gucken, ich weiß nicht, wer von Ihnen hat mal eine fremdsprachige Tastatur, also wirklich komplett nicht lateinische Buchstaben, vor der Nase gehabt? Ja. Welche? Russisch. Ja gut, das ist wunderbar. Jemand noch was anderes aus Russisch? Auch sehr schön. Kann man das tippen? Wie groß ist die? Die dürfte nicht größer sein, ne?
Ja, wunderbar. Da kann man sich mal angucken, wie das ist. Und wenn man jetzt überlegt, dass die englischen Schriftzeichen gar nicht erst drauf sind, dann können Sie sich ungefähr vorstellen, vor welchem Problem die Leute stehen, wenn die Top-Level-Domains tatsächlich nur noch in lateinischen Buchstaben auftauchen. So.